So, Ja, die vor sind allem richtig fett im wahrscheinlich. Startturmgebiet ist nicht Holz, nicht Stein. Doch, bei mir schon. Was? Bei mir. Aber gerade so Also, halt ich gerade sehe es so noch nicht, schön. aber Ich ich kann sehe. es Also, ich erahnen. weiß auch, wo es ist, aber es ist halt nicht wirklich drin. Okay. Also, ich muss erstmal einen Turm bauen, bis ich irgendwas sehe. Das ist ein Grund, warum du deinen Stream als Englisch markiert hast, Prime. Ist er Englisch? Also bei mir steht unter Siedler 4 Ballern aller Englisch. Okay, krass. Eigentlich hatte ich das auf Deutsch umgestellt, glaube ich. Aber scheinbar dann doch nicht. Wo war der Berg? Übel weit weg, glaube ich, aber Richtung der ist euch Mitte. richtig, richtig am Arsch, Alter. Doris, ich würde jetzt hier voll rumspoilern, aber ich habe jetzt keinen Plan von dem Game. Bisschen schade. Sad Was ist Story, Prime Bro. für ein Volk? Das Coolste. Warte. Was würdest du denn schätzen, was es für ein Volk ist, Marse? Die sehen alle gleich aus. Es gibt Römer, Maya, Wikinger und Trojaner. Römer Achso, sind es warte. wahrscheinlich nicht. Warte. Weil die haben sonst Eisenhelme. Die Haben sie haben. Federn auf dem Die, Kopf? nee, die haben Lederhelme. Nee, das sind Wikinger. Ich sehe es. Wikinger, okay. Aber die haben nicht alle. Nicht alle Wikingerhelme, nur ein paar. Haben die Tor hat der Turm in der Mitte ein Schild außen? Also so ein. Es sind Nee, Wikinger-Kinder. da sind so Holz drumherum. Naja. Und dann schauen wir mal, was drauf. Eine Farce. Der alte Wikinger-Rabauke. Eine einzige Farce. Wie, Wenn man hostet, wie dann ist baust du das das, immer so laggy. Musst du da nicht mit der Dings drauf gehen? Ha? Mit der Maus? Wieso? Ich gehe da mit der Maus drauf, oder? Wenn bei mir platzierst du halt die Häuser nicht da, wo deine Maus ist. Okay, na, die sind hier so auf. Du klickst halt immer den einzelnen grünen Punkt quasi an, um das Okay. Gebäude zu setzen. Meine ist ein Scheiß-Hacker. Der hat an, sehe ich. Jo, Der hat Alter. an. Ja, okay, und dann? Brutal Warum am bist du denn Ansein. da? Okay. Sehr suspekt. Ja, das Game ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das würde ich so Und nicht sagen. aber es ist Und immer noch schön, genau oben wie deine links ist die Mama. Map, ne? Das hier ist die Map oben links, ja. Ja, okay, also bist du unten rechts. Genau. Guck mal, da hat man sogar einen Zoom auf das Hauptgebäude. Ja, da ist ein Schild dran. Jetzt sehe ich das. Ja, Also kann ich auch beim Wikinger versetzen. ist es ziemlich hässlich für uns. Sag so, jetzt ist es auf der Wiese. Kann man nicht gut deffen, meinst du, wenn da Axtschwinger kommen? Ja, muss ich gehe nur auf den Bogen. Alles klar, ich nicht. Ich baue keine Bogenschützen. Was ist denn hier fake? Du schwächst jetzt wohl schon wieder mit dem Stream gucken oder was? Oder leckt das auch bei dir? Fake ist gemutet. Oh. Also das VOD hat eigentlich nicht geleckt, deswegen war ich guter Dinge. Also bis zum Berg brauche ich noch so 3-4 Türme, sag ich mal. Jo, ist echt so. Vor allem ist der Berg Nee, einfach leckt größer als so nicht. manche Map, die wir gestern gespielt haben. Für den Berg? Wo seht ihr denn den Berg? Ja, siehst du, das aussieht wie ein Berg, das ist ein Berg und hier gibt es Rohstoffe drauf. Ah. Und da musst du dann später Und die Minen bauen. der geht quasi nicht in die Höhe, sondern bleibt einfach gleich, oder was? Naja, geht schon ein bisschen in die Höhe. Aber das ist halt so eine klassische Okay. Multiplayer-Map, die ist einfach nur gemacht zum Okay. Zerstören. Das ist hier. Kinder, clever, clever ist übrigens ein Sägewerk zu bauen und das nicht zu vergessen. Woran? Du hast ja links diesen, sag jetzt mal, Zoom-Bereich, links unten. Ja. Worauf bezieht er sich? Na, kannst du dir halt eine Stelle aussuchen, Also die du kannst du es näher betrachten festlegen. möchtest. Also kannst du es von dir aus festlegen. Ja, am Anfang ist es halt immer auf deinem Startturm. Okay. Aber der Wald ist ein bisschen mau. Ja, der ist echt ziemlich dünn. Ja, Forsthäuser, Bros. Jo, aber ich weiß nicht wohin. An den Siehst Wald. du? Witzig. Schon, Ja, oder? Keks. Sollte streamen. Heck, bei dir leckt der Stream oder was? Warum supportest du hier nicht? Eben erstmal die Total Views hochballern. Wie soll ich mir denn so 1080p Stream angucken? Nee, das ist 27 nur. Das reicht doch auch vollkommen aus. Kutscher streamt zum Beispiel auch noch auf 720. Wie viele Zuschauer hat er? Ich hab Kohle ohne Ende. Jo, ich Oh, auch. bis jetzt habe ich auch nur Kohle gefunden. Weil wenn die den Berg wirklich gefünftelt haben, Alter, dann sind die Ja, Minen dann. 8 Jahre auseinander. Ja, vor allem, in welcher Dimension sollst du das basteln? Ja, vor allem, so wie ich Max und Markus, wie ich euch kenne, ey, ihr pflastert einfach
nicht eine Standardproduktion und belastest dabei, sondern ihr pflanzt einfach 3 Milliarden Sachen von allem. Ja, bis zu Petal Arrow und noch weiter. Und noch viel weiter, ja. Sind die jetzt alle raus hier? Gut. Und das Ding ist, wie lange die nachher wieder die Rohstoffe transportieren müssen, das will ich jetzt schon nicht wissen. Ja. Weil die Holz und Stein ist ganz oben, der Berg ist davon schon 8 Meter weit weg. Ich sag's euch, es wird ein Theater. Sicher. Und sonst so. Ja. So langweilig ist der Stream, oder was soll das heißen? Nee, ich raff halt das Game zu 90% nicht. Das ist nicht schlimm. Ja, es ist halt dieses klassische Strategieaufbauspiel so. Ja, das ist halt das Ding, Siedler ist halt auch so ein chilliges Spiel, eher zum... Also es ist jetzt nicht so Warcraft-mäßig, wo übelst RTS Super-Action ist. Sondern hier kannst du auch ganz geflissentlich eine Hand in der Hose lassen. Das Ding ist... Noch. Also die erste Viertelstunde ist halt immer ziemlich lame und gleich. Ich meine, ich würde ja kommentieren und ein bisschen erklären, was ich hier mache, aber das würde natürlich meinen Kontrahenten sagen, was ich hier mache. Nee, ist richtig. Außerdem werde ich locker gestreamsniped und die gehen sofort alle auf mich. Von daher... Streamsnipe. Hier könnte ich echt ein Wort, ja. Ja, es ist halt aber eigentlich bei so Games wie LOL, wo es wirklich noch auf Reaktionen ankommt. Markus, lass mal auf den zweiten Bildschirm Brian sekundär streamen. Alles für die Viewer. Das wäre richtig bitter. So wird es hier ein Streamer TS oder was? Jetzt ein Streamer oder was? Läuft. Alles für die Klicks. Danke diese. Mal ausprobieren, ob das Spiel überhaupt funktioniert mit diesem Stream-Gelöt. Ich weiß es nicht. Wird das dann noch anspruchsvoller? Also jetzt von der Grafik her? Nee. Also wenn jetzt viele Leute aufeinander sind. Na, also das sollte eigentlich auch verkraftbar sein. Okay. Ich glaube nicht, dass da jetzt die übelste Rechenleistung erforderlich ist. Für dieses Game. Die Soldaten laufen eh, wohin sie wollen. Ja, ohne Scheiße, das mit diesem Plus funktioniert einfach übel oft nicht. Bei Gebäuden steht dann einfach. So lange nicht plus, bis du genau das Gebäude eingeklickt hattest. Oder ist das bei euch auch so? Was meinst du mit plus? Na, wenn da steht plus 2 im Bau. Aber das wird nur da angezeigt, wo der Gerät. Ach so. Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Ich sag einfach mal ja. Pauschal. Heik, das ist alles on stream. Ihr hört doch eh keiner. Doch, das hat man gerade ein bisschen gehört, weil alle anderen geschwiegen haben. Geschweigt und genießt. Ist ja wirklich so leise bei dir? Ja. Ja, also hast du überhaupt gefragt, welche live sein möchte? Was hast du mit deiner Anwesenheit im CS unterschrieben? Ja. Das steht neuerdings in der Description. Bist du mit den AGBs einverstanden? Der Channel, in dem wir gerade sind, heißt ja auch extra on air. Das ist eine Lüge. Moment. Ist dem so? Nee, den kann man jetzt nicht umändern. Könnt du nicht ändern. Nee, du kann man wirklich nicht ändern. Der Channel ist so wichtig. Also, dann schreibe ich das jetzt hier oben rein. Satzung. Zack, zack, zack. Der Berg ist mir einfach zu groß, Kinder. Eigentlich ist das wirklich komplett für den Arsch. Ja, das ist die Map einfach nicht so groß. Die hätten die komplette Map einfach auf ein Viertel 180er machen können. Ich würde gerade sagen, die Map könnte ja, so groß sein wie eins von unseren Segmenten. Wo Kohle ist,
könnten alle vier Ressourcen sein. Ja, auf echt so. Ich habe jetzt langsam Stein gebracht. Ich habe bis jetzt wirklich nur Stein und Kohle. Ah, ne, das ist Eisen, okay. Ich habe jetzt mittlerweile alle, ich habe meine Geologen Eisen auch ein bisschen gespreadet. Bitte? Eisen oben rechts bei dir? Ja, oben links ist es bei mir. Oben links? Ja. Bei mir ist es links in der Mitte. Und oben links ist Kohle. Und oben rechts ist Gold. Und oben in der Mitte ist Stein. Yippie! Das habe ich leider ausgestellt, das heißt, man kann bei mir keine geilen Yippies im Stream hören. Ja. Warte, ich kann es kurz anmachen. Beste am ganzen Spiel. Muted. So. Ach nee, warte, das ist nur das Geräusch unten in der Mitte. Welchen Sound muss ich denn da hochballern? Ah, Sound FX. Yippie! 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 So reicht auch. Düp, 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 düp. Man braucht weniger Berg für die Geologen. Ja. Das ist auch richtig. Yippie! Yippie! Ah, das ist halt wirklich wahrscheinlich so für ein Overkill-Game. Ja, wo du dir einfach 3000 Soldaten produzierst. Erstmal klassische LAN-Modus, ja, erstmal 4 Stunden nicht angreifen, ja? Ja. Deine komplett eingenommen. Wenn du hier wirklich machst, eigentlich kannst du sagen, eine Stunde nicht angreifen, dann hast du wirklich die komplette Map. Hast ungefähr 300.000 Bataillone stehen. Und dann reibst du die alle in der Mitte auf, dann crasht das Game einfach. Unwiderruflich. Wird direkt deinstalliert. Ehrlich, Alter. Das ist halt so hart, dass es nach oben keine Beschränkung gibt von Dudes. Alles, was die CPU berechnen kann. Ich hab noch kein. Doch, da. Okay, alles klar. Was denn? Gold gerade gefunden. Hey, das ist auch eine Vogelscheuche. Cool. Ach ja, Thema Fisch. Ja, ich hoffe doch in. See, oder? Ja, bei mir ist aber die Goldmine jenseits von Gut und Bösem, was. Ja, bei mir auch. Was irgendwas angeht. Was irgendwas Wässriges ist. Das ist bei mir auch der Fall. Nun, ich ja. Habe einfach keine Fischerei gemacht, gibt nur einer heute. Sad story, Bro. Ich hab Fisch. Im Fluss? Aber mir gefällt nicht wo. Gut, das hätte ich. Sagen können. Oh, ich habe auch die Vogelscheuche gefunden. Kakashi. Cool, hä? Mm, total. War die in der Mitte oder was? Nee, es steht auch Welt eine in der auf der Heimatinsel, sagen wir so. Ja. Ach ja, sind die Quadrate eigentlich nur in der Mitte verbunden oder auch oben irgendwo? Nur mittig. Ich glaube auch nur mittig, ja. Und auch echt groß. Da kann man echt viele Bogen hinballern. Halt dein Maul. Werde ich nicht tun, aber. Ja, das sagst du jetzt. Die Gegner sowieso nicht. Die Gegner halt können halt schummeln. Das ist halt das Unfaire. Yippie! Oh Mann, ey, das wird doch so eklig mit euch. Das macht mir auch keinen Spaß. Ja, die Map ist wirklich ein bisschen. Ja, aber weiß nicht, ich glaube, mit der Map. Das wird so eine 4-Stunden-Map. Ich meine, bis meine Soldaten einmal diagonal über die Map gelaufen sind, vergehen 10 Minuten. Das ist halt Götze, die Alina oder was? Nee, ja, das ist mir hier zu viel gequatscht, was mich nicht interessiert. Ah, okay, sorry, Mensch, wussten wir nicht, dass du alleine lieber sein willst. Das ist von euch ins Spiel nicht. So, ja gut, nicht mal supporten die Freunde. Ah, Support ist kein Mord, sag ich immer, aber naja. Ja, perfekt schon.
Ja, den musst du dafür bezahlen. Ja, die Sache ist, sobald er den Streamer hat, kann er halt nichts anderes mehr machen. Bitter. Wieso, hat er auch so einen Drecksrechner oder was? Nee, Tricks sind nicht. Achso, was ist jetzt Story? Drecksrechner. Bruder, dann muss ich aber ganz groß. Bruder muss groß, ich kann Siedler 4 streamen, was willst du denn von mir? Tu mal nicht so weg. Da schaue ich mir jetzt erstmal Montana weg an. Den kann ich nämlich auch in 360p gucken. Tja. Ja, siehst du, würdest du mich supporten und ich hätte mehr Viewer, dann könnte ich das auch einstellen. Ja, meine Rede. Ich meine, du bist jetzt mitschuld, dass ich nicht in 360p stream. Selbe Diskussion hatte ich auch schon mit dem. Ja. Immer zu fein wieder. Was will man von Florian Fick erwarten? True that. Ach ja. Oh ja. Geht schon wieder so los wie gestern. Naja, noch steht ja auch nichts. Wie? Ich hab noch wie? Also Max, irgendwas machst du falsch, glaube ich. Ich bin schon am Dreier produziert, ich hab schon 4 Gold wieder. Also noch 3 Türme und ich bin über dem Berg, du. Ich hab wirklich den Berg gerade mal angeschnitten. Also von dem Berg habe ich halt nicht mal ein 8, glaube ich, Sätze in meinem Land. Ja, du brauchst halt auch keinen 8. Na gut, doch, du brauchst ungefähr ein Viertel, damit du alle Ressourcen einmal hast. Also an Gold bin ich noch nicht dran, tatsächlich. Es war Zeit. Also, Gold habe ich schon gefunden, aber ich bin halt noch nicht dran, so. Ich sag doch, es war Zeit. Das Problem, wenn es genau an der gegenüberliegenden Seite ist. Es ist halt immer so ein kleines Problem. Das ist immer was Cooles spielt. Like, das ist was Cooles. Weißt du, ihr Anno feiern und dann ihr Siedler nicht mögen. Ja. Back to the roots, wie der Schwede sagt. Guten Nacht. Guten Nacht. Ciao. Guten Nacht. Schlaf gut. User disconnected from your channel. Endlich weniger dummes Gelaber von Florian Feig. Oh, jetzt habe ich seinen kompletten Namen im Stream gedroppt, Mist. Oh shit. Ah, der verklagt mich locker. Ja, durchaus. Wie lange nicht das wohl wohnt? Das weiß ich ja nicht mal. Hat er überhaupt zu Hause? Ja. Eigentumswohnung. Oh Junge. Oh Junge. Wieder mich an diese kleinen Wagen. Also ich sag, du hast gerade Eisen gefunden. Also bestimmt, kommt drauf an, wer gerade Yippie gerufen hat. Dann sicher haben alle was gefunden. Also ich habe halt legit immer noch keinen Fisch gefunden. Also ich sehe, wo welcher rumhüpft, aber das ist eigentlich keine Option. Wirklich keine Option. Aber im Fluss ist keiner, ne? Aber im Fluss ist halt gegenüber von meinem Gold. Same. Ja. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer ist, aber da, wo mein Gold ist, ist zumindest keiner. Alter, das wird eine richtige, nicht so schöne Karte. Ach, Markus. Mach doch nicht immer so viel Dummes. Doch, steh ich drauf. Nein, was ist mit denen hier? Arbeitslosigkeit kann ich gar nicht leiden. Arzt 4! Wieso werde ich angegriffen? Oh.
Ah, krieg wohl einer einen Kill. Ey. Da steht meine Mannschaft, Jungs, damit ihr kein Dieb sich eindringt. Ja, Klassiker. Nee, eigentlich wollte ich bloß mal gucken. Ich dachte, ich guck einfach mal. Na gut, ein Glück ist er schneller, hat sogar überlebt. Naja, easy. Na, easy war's nicht, der ist locker totblutend. Nö, der hat noch ein safes Viertel, würde ich sagen. Na gut. Möchte dich nicht in meinem Gebiet, in meinem Hoheitsgebiet. Ist dem so. Ja, muss schon mit mehr kommen. Okay, mach ich gleich. Gut. Wie viele Bataillone hast du schon? Bataillone meinst du 100, ne? Ja, ja. Dann 1. Wenn du jetzt 12 gemeint hättest, oder 20, dann natürlich mehrere, aber so war ich nur 1. Ein angebrochenes. Ach, wird das eklig mit euch. Kannst du immer Quatsch. Wieder sagen. Ich weiß hier nicht mal, wo ich den ganzen Stuff hinsetzen soll, weil ich habe so viel Platz. Ja, und die Wege sind halt so lang, die Map dauert einfach Jahre. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich der Fall. Aber schön, hier am Fluss kommen endlich mal meine Ebner zur Arbeit. Ich habe davon auch plus 5 gelassen, tatsächlich. Ja, ich habe auch nur 5. Was für Ebner? Planierer. Planierer, genau. Planators. Alter, das ist wirklich so eklig. Oh nein! Oh, ich habe 2 Fehler gemacht. Ich habe statt einer Schafzucht noch eine Getreide gesetzt. Oh, das ist eklig. Das ist sehr eklig. Das hat mir gerade sehr viel Zeit und Rohstoff gekostet, die jetzt erstmal weg sind. Kinder, ich will ja nichts sagen, aber ich habe Schwefel gefunden. Ich noch nicht. Eure Burgen sind nicht sicher von mir. Hab ich noch kein Schwefel gefunden. Das ist noch weiter weg als das Gold. Ach du, wahrscheinlich ja ganz am Ende da oben wahrscheinlich. Ding ist, meine sind noch nicht mal fertig und da ist schon fast meine erste, wo ich angefangen habe, schon wieder weg. Aber ich weiß ja ungefähr, wo alles ist. Da sitze ich einfach mal pro, einfach mal just for fun drauf los. Voll der unterhaltsame Stream. Kannst du dann das VOD kannst du auf YouTube hochladen? Ja, ja. Mindestens 1 Million Klicks. Ich denke auch. Das geht viral. Das geht richtig fix hier, Alter. Ich meine, wenn ich hier mein Masterpiece raushaue. Kannst du Hello challengen? Ja, Henno, wenn du das siehst, ich fick dich weg. Alter. Oh shit. Ja, das ist doof gelaufen. So, was hast du gemacht? Vergiss mal, abzureißen. Das habe ich auch so gesehen. 5 Steinmetze. Bitte? So viele wollte ich gar nicht. So bestimmt Ott holen. Und das on stream. Schneiden wir raus. Cannabis ist super. Kannst im Stream nicht rausschneiden, das ist ja das Problem. Und ich habe was gegen kurze Menschen.
Uff. Uff. Direkt gebannt. Schade, Brian. Immer ja, deswegen würde ich halt streamen, wenn dann nicht im TS aufnehmen, sondern. Und Adolf Hitler war ein guter Mann. Ach ja. Ach ja. Guckt der Ekel dazu, Brian. Keine Klar, Ahnung. Gucken alle zu. Die ganze Welt guckt zu. So. Also meine Map sieht aus wie ein übelst dicker Penis mit nur zwei übelst kleinen Eggs. Und euer? Ja, ungefähr ähnlich. Eier sind so am Berg. Also meiner sieht aus wie richtig dicke Eier und ein kleiner Penis. Läuft. Oh. Böse Zungen behaupten, ich habe vergessen, ein gewisses Gebäude zu bauen, das kann gar nicht sein. Das sind immer diese bösen Zungen, ja. Jetzt generell. Jetzt haben wir das hier Reh zu Ende, Junge. Ich kann ja gar nicht mehr zugucken. Im Elend. Elend, ja. Aber, ja, die Hammerboys, die sind irgendwie ein bisschen überall, aber nie da. Also die müssen halt ewig weit laufen. No. Ich habe das Gefühl, die laufen immer so den weitesten Weg, den sie gehen können. So, immer erst so das werden nach Zeit bezahlt, die Jungs. Mal ein bisschen rumkommen, mal ein bisschen quatschen. Was bin ich denn sonst mal hier? Ja. Gott sei Dank, endlich Schwefel. Endlich Kriegsmaschinerie. Kriegsmaschinerie ist die Fahrzeugmanufaktur, ne? Jo. Ja. Kannst du da auch Autos bauen? Oder Pferdekutschen oder was? Nee, ne? Autos? kannst also, du halt. Katapulte bauen oder halt ja. Irgendwelche. Ja, so ranged Axtkämpfer quasi. Bewegliche Axtkämpfer, die. Und für die musst du teilweise Munition herstellen, manchmal mit Schwefel, manchmal reichen Steine aus. Ja, also ich glaube, Wikinger brauchen nur Steine, Mayas und Trojaner Schwefel und Römer, weiß ich nicht. Da brauchst du dann halt auch noch die Munitionsmanufaktur. Ein Wagenbauer benötigt einen Hammer. User disconnected from your channel. Da, ciao. Tschüss. Wer war's denn? Weiß ich nicht. Gute Frage. Ist Marcel noch da? Was? Wahrscheinlich Marcel. Oder Max, nur einer von beiden, würde ich schätzen. Oh, beide, wir sind noch zu dritt. Okay. Na gut, Marcel hatte ich jetzt eh gemutet, von daher. Sorry, Marcel. Er hat aber nichts gesagt beim Verabschieden. Ja, ja. Noch ein paar mehr Hammerboys. Hammerbruder. Also warum läuft das denn hier nicht? Ja, weil die Wege einfach 8 Millionen Kilometer lang sind. Nicht. Wieso mangelt's mir an Stein? Hallo? Vielleicht mal deine Steinmetze nachsetzen. Ja, ran. Ich habe ja bisher nur einen gebraucht, aber. Vielleicht baue ich mal einen zweiten.
ging auch flott. Bauen wir mal eine Fischerhütte. Scheiße. So, Aschmarrn. Ist auch Wikinger, sagst du? Richtig. Kann ich ja gar keine Bomben bauen, ihr Asis. Machst du locker trotzdem. Ich hab das hier so ready. Und ich sag noch. Und du glaubst mir ja nicht. Ist das alles viel zu weit auseinander. Also die Map hätte wirklich einfach Eisen ein Viertel. Ist so weit weg einfach. Eisen geht gar nicht, ja. Ich weiß nicht genau, wo ich meine Unit-Produktion aufbauen soll. Weil ja. mein Gold ist halt übel weit unten und mein Eisen ist einfach übel weit oben. Halt komplett in Gegensatz zur Richtung und die müssen ja trotzdem irgendwie beides an die Kaserne bringen. Da geht's den Menschen wie den Leuten. Glaubst du nicht? Ist so. Ja. Hatten sie aber auch angesagt. Ding! Offensichtlich Werk, ja. Was Sägewerk. Will das nicht bauen? Okay, er möchte es nicht bauen. Würdest du es denn bauen wollen, Markus? Ja, deswegen habe ich es ja da hingesetzt. Du bist einfach nur der König, der sagt: Hier, baut das für mich, los! Ja, ja. Aber selber kannst du ja nichts. Da enthalte ich mich. Ich dachte, ich habe gerade aus Versehen eine Metzgerei ans Wasser gebaut. Sehr funny. Nicht funny, aber lustig. Nee, andersrum. Nicht nur lustig, sondern auch funny. Hat schon Bastian Schweinsteiger gesagt. Bastian, Grüße gehen raus, ich weiß, du siehst das. Hammerboys. Da stehen drei Hammerboys rum. Neben nischt. Und da liegen an meinem Stuff liegt da einfach was. Da geht jetzt ein Planierer hin oder was, weil da eine Ecke nicht ganz okay ist. War aber grün. Ich habe auch was Grünes gesetzt und Quark. Ja, was hellgrün oder dunkelgrün? Das ist hier the question. Jetzt, warum geht denn da der ein Planierer hin, ey? So, dann schaufelt der da einmal und jetzt bewegen sich die Hammerboys los, ey. Ist das schlecht? Hast du gar keine Planierer oder was? Ja, fünf halt. Aber es lief trotzdem nur einer hin. Das ist schon frech, ne? Dreist. Ja, dann such dir Bäume, wenn du keine findest, aber. Ja, sowas ist auch immer so, als ob die ja nichts können. Weil so ein. Kompletten Wald voller Tür, aber. Also, hier auf der Map stimmt was nicht. An dem einen Schild sind nur zwei Steine drauf. Oh. Neustart, ich hab die schlechte Position. Okay, Prost. Da musst du wohl eins von den anderen 83 Steinschildern nehmen. Aber jetzt guck ich, ob ich auch ein Zweierschild hab. Gerade im Heuer auf
Ich habe ein leeres Schild. Ich habe mehrere leere Schilder. Okay, ja, die habe ich da noch nicht gefunden. Die sind auch ganz am Rand, aber eins auch in der Mitte. Ah, doch, ja, bei meinem Gold habe ich auch leere Schilder. Ja, zwischen Gold und Stein habe ich genau ein leeres Schild. Ich habe nur am Rand wirklich. Siehste, ich bin hier nämlich der Gelackmeierte, wie der Fachmann sagt. Und die Leute fragen sich, sagt das wirklich der Fachmann? Der Gelackmeierte. So genau. Woran hat's denn hier liegen? Wie sieht's denn hier eigentlich auch mal aus im Auenland? Geht hier alles wieder nicht voran, weil die Wege einfach ewig lange sind, ja. Das frage ich mich übrigens auch. Was mit euch hier? Tragt ihr schon fleißig? Ja, ist ja immerhin was, würde ich sagen. Ich baue gleich eine Werkzeugschmiede und baue ja aber nochmal 10 Hämmerer mehr. Ja, genau. Die müssen dann trotzdem ewig weit latschen. Ja, aber dann sind es wenigstens mehr, da können sie überall sein. Wie viel hast du denn? Na, 20. Okay, ich hab 30. Alles ich klar, gönnt euch, Brüder. Hast du schon ich hab 15. Gebracht, na, ich hab schon Hämmer geballert, ja. Okay. Ey, Werkzeugschmiede ist das erste Gebäude. Gleich nach dem Holzfäller. Gleich nach dem Holzfäller. Fahrt weiter, ihr kleinen Plagen. Wollte ich ihn machen? Ja. Nee, so war schon richtig. Unnormal ballern. Nein, komm, da setz ich einfach mal hin. Das juckt mich jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist auch scheiße, ja. Eppi. Habt auch schon 120 Kampfmoral? Ja, ich hab 140 defensiv. Oh, nice. Du hast 55, lüg mal nicht. Das weißt du gar nicht. Außer natürlich, ich muss dich jetzt der Unehrlichkeit bezichtigen. Nee, das ist Quark. Ich bin der ehrlichste Dude, den es gibt. Ja. Also sagen wir so, ich hab 55, deswegen hoffe ich mal, dass du auch 55 hast. Wenn du wärst, wäre doof. Dann weiß ich nicht, was du besser gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch weniger. Wer weiß das schon, vielleicht bin ich nur bei 37. Warst du mal mit 37? Ich glaube. Hab ich mal gesaved für euch, weil ihr das ja nicht macht. Okay. Du! Ja? Du mückst dich hier mit fremden Lorbeeren. Was denn? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Ah, jetzt habe ich gerade meinen Fehler bemerkt. Ich dusselt hier. Hinter der Wüste ist noch Stein. Das also, kann ja gar nicht klappen. Na, hinter der Wüste, die jeder hat, gibt's noch mal neue Steinklötze. Okay, Prost. Weißt du, was ich meine? Nee, du? Okay. Verstehen wir uns, ja. Hinter der Wüste, die jeder hat. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Aha. Ja, du hast recht. Ja, ich weiß. Ich hab keine Wüste, Alter. Da hast du eine Wüste. Doch, die muss bei dir. Ist sie in einer anderen Ecke, wo die Vogelscheuche ist? Die ist bei dir unten links in der Ecke. Unten links in der Ecke. Müsste bei dir die Wüste sein. Welche Startposition bist du denn? Na, ich bin rechts neben dir. Unten rechts. Ja. Also, da muss ich ein paar Grenzen an die Ecke hauen, an die Wand hauen, damit ich ein bisschen von deinem Stuff wegsnacke. Also ich starte halt unten rechts und ich bin noch nicht mal an der linken Seite. Achso, okay. Gut. Aber tu dir keinen Zwang an. Ja. Mach ich das so. Baller ruhig ein bisschen. Na komm, so. Yippie. Yippie-yay. Schweinebag. Ich bin jetzt einfach an dem Punkt, wo ich jetzt einfach alles baue. Scheißegal, was kommt. Scheißegal, ich baller, sagst du? Aha, wo du gerade alles bauen sagst, fällt mir auf, dass ich mein Lieblingsgebäude noch gar nicht gebaut habe. Das? Zur Zeit. Die Schmiede vieler Werkzeuge. Schmiede der Werkzeuge.
Reichen 10 Getreidefarben. Oh. Fürs Erste. Oh. Für einen kleinen Hunger. Ja. Lol. Unnormal lustig, Alter. Oh, das gefällt mir aber auch irgendwie alles nicht, was ich hier so mache. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Echt nicht so geil alles. Wieso denn bloß? Oh, liegt's denn schon wieder? Fragst du dich immer. Liegt daran, dass wir ungefähr 30 Stunden brauchen, um 4 Holz einzutragen. Ja, das stimmt. Und sie schämen sich nicht mal dafür. Habt ihr noch keinen Schuster gebaut, damit eure Leute schneller laufen? Das wäre so lustig. Wir haben einen Schuster gebaut. Vielleicht brauche ich langsam mal ein neues Wohnhaus, weil irgendwie stehen keine Leute rum. Ich meine, das ist ein gutes Zeichen, aber halt auch irgendwie nicht. Also irgendwo ist es auch ein schlechtes Zeichen. Ja. Bin ich eigentlich immer nie so ein Fan von. So, Kinder. Okay, so ein Bums dran. Geht's jetzt hier auch mal voran, ihr kleinen Louis? Lagis. Louis. Und Markus, hast du so ungefähr 57 Kampfmoral, oder? Nee, gerade habe ich 58. Ey. Krass, wie hast du so schnell 3% gekriegt, Alter? Zwei große Wohnhäuser geballert, Alter. Drei Borgen. Die kompletten Quadranten mit Borgen vollhämmern. Super AIDS, ey. Point of no return. Viel Spaß beim Durchlaufen, Alter. Da einfach ein Bataillon Bogenschützen reinschicken und dann ganz viele Axtkämpfer und Saboteure mitbringen. Ja. Deswegen Saboteure sind ja eigentlich wirklich genauso wie Axtkämpfer, brauchen nur doppelt so lange und haben keine Rüstung. Kosten aber auch kein Gold. Kosten nur eine Spitzhacke. Kein Gold, da brauchst du eine Picke. Win-Win-Situation. Quasi. Kannst du schon mal nichts mit falsch machen. Jetzt stehen bei mir auch keine Leute rum, du. Ja, schon Bums? Noch nicht. Kommt da schon Bums? Ja, da kommt schon was. Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich ein Fan von. Ein Ventilator, sagst du? Ja. Du verstehst mich einfach, Brian. Ja. I'm a huge Fan. Kennst du das Meme nicht, ne? Doch, kenn ich. Okay. Im Sinne von Ventilator. Boah, jetzt hast du es erklärt. Auf einmal ist es nicht mehr witzig. Vorher war es der Kracher, aber jetzt. Okay. Ist besser so. Nein, war wieder nur dumm. Geht eigentlich. Ja, stimmt. Ging. Wie überrascht du das gesagt hast? Was? Na, dieses. Ja, ging eigentlich. Okay. Fand ich lollig. Alles dafür da. Rein. Hm? Geht. Hm. Hast du einen Besuch gerade? Oder was? Nee. Das wüsste ich, glaube ich. Meinst du ja? Ziemlich sicher, außer du hast eine Werft gebaut. Uff, Alter. Nicht, noch nicht dran gedacht, ich habe überlegt, ach, machst du es? Ich habe auch schon dran gedacht, aber ich habe mir gedacht, nee, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Und hier in der einen Ecke sind doch so eine Klippen. Alter, das bringt halt auch nichts, müssen wir ehrlich sagen. Ja, wollte gerade sagen. Ich meine, ich habe einen kleinen Torben, der vorher meine Armee besiegt, der hat auch verdient, dann noch 10 Minuten zu laufen, bis ich eine neue Armee gebaut habe. Schickt er gleich einen Saboteur durch? Nee, der kommt auch nicht durch, glaube ich.
Also wenn du so 100 Saboteure mitschickst... Okay, gegen die hätte ich jetzt keine Chance wahrscheinlich. Ja, ziemlich heavy. Da müssen ja einfach nur 2-3 von den Jungs unbemerkt durchkommen. Eigentlich voll die geile Taktik bei so einer großen Map. Einfach ein paar Saboteure in die Kante schicken. Boah, ich jetzt oder? Ein paar Ezios. Ich denke, die sind halt langsam und tanken nicht so viel. Ja, dann schickst du halt noch deine Soldaten mit rein. Bis die bei meinen ganzen Bogen vorbei sind, sind sie auch schon tot. Ja, das ist immer dann noch der andere Teil. Ist das fertig geworden hier oben? Ja, hey, cool. Hey. Hey. Ja, genau das wollte ich machen. Kinder, und ich sag euch, denkt dran, wenn die Kohle auf meinem Berg alle ist, kann ich immer noch Köhlerhütten bauen. Also wenn die Kohle auf deinem Berg alle ist, da penne ich schon 3 Tage. Und wenn mein Stein weg ist, mein linkes und mein rechtes und meine Steinminen, dann mache ich einfach Fisch ins Wasser und verwandle einfach die Fische in Stein. Unnormal, Alter. Und dann kommen einfach weitere Burgen. Viel Spaß, sage ich da mal. Woran hapert's denn eigentlich gerade? An Charlie. Wird nicht weiter witzig, sagen wir es so. Klar, der war gestern schon der Hammer. Den hast du gestern auch schon gemacht, stimmt. Genau wie das Werkzeug vom Waffenschmied. Muss mir nochmal erklären. Nee. Hat die Säge damit zu tun. Der Säge nämlich. Uiuiuiuiuiui. Uff. Tut ja schon weh. Habt ihr von eurem Bums schon eingenommen? Also 2-3%. Nein, ich bin glaube ich schon bei 5. Wenn ich so grob schätzen müsste, würde ich sagen, ja, ich glaube noch nicht ganz ein Viertel. Oder doch ein bisschen über ein Viertel, glaube ich. Aber noch nicht ganz ein Drittel. Also ich pick euch jetzt mal was vorbei. Okay. Das ist gut. Wird doch langsam langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Ich warte aufs Care Package. Mal First Blood. Warum sind die hier nicht fertig? Leute mit Hämmern, geht da jetzt hin und hämmert das. Axel kommt jetzt mit dem Bataillon rum, pass auf. Kinder, ich sag euch, wenn er dit spielt, dann tanzen sie alle. Hämmert da inzwischen schon wer oder läuft da überhaupt schon wer hin, der hämmern kann? Hör mal, wer da hämmert. Aber ich muss sagen, ich habe Gefallen an den neuen Wikinger-Liedern gefunden. Bis auf das, dass es keine Kampfmusik gibt. Ist auch gar nicht so schlecht. Also, dass die alte Kampfmusik weg ist, meine ich. Wenn sich doch nur mal einer mit dem Hammer erbarmen würde. Das mal in der Hand zu nehmen, meinst du? Ja, bei mir hapert's auch gerade, weil mir liegen überall schon Sachen seit 1000 Jahren, aber da... Oh doch, da kommen sie, ich hab sie nicht gesehen, die haben sich getarnt. Die Gelbhelme. Komm, das ist einer, heb's auf. Nein, er hebt's nicht auf, so ein Assi. Aber ich frage mich wirklich, ob meine Bauarbeiter, ob die wirklich blond auf einmal werden oder ob die einen Helm aufhaben. Wenn du sie von Bauarbeitern wieder zu normalen Siedlern machst, haben sie auf einmal wieder hellbraune Haare. Und vielleicht gehen die einfach zwischendurch einmal zum Friesen, einmal färben, den Bums. Immer färben. Einmal solche Farbpalette. Wie ging das?
Alter, wie krank ist das denn gerade gewesen? Hast du es auf Stream? Nee. Du streamst. Macht mal den hier bitte fertig. Macht Priorität. Soll ich euch mal sagen, was gerade passiert ist? Hast du den Bot weggehauen? Klingt der Bot nicht? Nee. Arme Bot. Der muss liegen bleiben. Muss blühen und gedeihen. Nee, erzähl doch mal die Geschichte jetzt. Ich hab gerade ein großes Wohnhaus gebaut. Das war auch schon fast fertig. Und dann habe ich ein neues gebaut. Und die haben beide Prio gekriegt dann. Und das Neue war einfach vor dem Alten fertig. Solche Scheiße. Heftige Story. Oh nein, jetzt fehlt hier ein Stein und jetzt rennen locker die Hammerleute weg und kommen erst in 5 Minuten wieder. Jo. Das ist es leider. Bleib da, Jungs, bleib da. Der Stein ist auch schon fast da, Jungs. Da ist ein kleiner Stein. Da unten. In der Mitte zwischen Gold, Kohle, Eisen. Na, du hast einfach die Buggy-Map-Seite erwischt. Da hat sich einer nicht Mühe gegeben beim Spiegeln. Nein, wirklich nicht. Sowas hasse ich. Oh nein, ich bin so behindert. Ja. Kann man denn nur so sein? Wie kann man denn nur so breien, sagst du? Schein, das Leben des Schein. Alter, ich habe einen Viewer, ich glaube, das bin ich selbst. Oder? Du das selbst sein kann. Nein, ich stream nicht, ich gucke nebenbei zu. Kannst du gucken, wer's? Oh, vor allem höre ich mich selbst. Bitterlich, muss ich erstmal muten. Alter, die Musik ist bei mir gerade genau am selben Punkt. Wie gesagt, der hört ja auch deine. Ach so. Du denkst, ich verarsch dich. Eigentlich hättest du ja dann 10 Sekunden Delay, oder? Du bist echt gut im Mitsingen. Ist es? Nein, ist es nicht. Dann ihr jetzt hier. Scheißegal, was ihr jetzt macht. Ihr geht jetzt dahin. Macht dann fucking Verbindung. Ihr drei könnt weitermachen. Das ist mir egal. Na, sagen wir ihr fünf. Ihr ahnt es nicht, an welcher Ressource es mir mangelt. Getreide. Es ist immer Getreide. Ich sag mal so, ich habe auch genug Sensen schon da, aber andere Sachen gehen erstmal vor. Wieso werde ich angegriffen? Sag mal, spinnst du? Wieso? Ich dachte, du spinnst. Das sie nicht ärgert, meinst du? Oh. Aber geht's doch? Das kann er gar nicht leiden, der Brian. Nee. Kann er überhaupt? Ja, einfach meinen Bögen zurück. Die hole ich ein. Ah, der hat auch nicht mehr viel Leben, du. Ah, jetzt hat tot, Mist. Die lilanen Jungs hier verjacken. Moment. Das wollte ich jetzt aber nicht damit. Komm her, du! Nein! Bleib stehen! Nein! Oh, dein Hauptmann ist zu langsam! Alter, wie viele Jungs hast du denn schon, Digga?
Ja, verschwinde bloß. Ja, von meiner Insel verschwinde ich wahrscheinlich. Ach, das war deine Insel? Nee. Okay, krass. Hoppala. Ach krass, das war wirklich schon deine Insel. Oh lol. Oh scheiße, ich dachte halt wirklich. Die Map ist größer, aber wahrscheinlich sind unsere einzelnen Inseln einfach so groß. Einmal ist noch größer, oder? First Blood. Das hat Markus schon fast bekommen, aber nur fast. Ja, dann ist er leider weggelaufen und das war ein Schwertkämpfer. Obwohl, ne, der Bot hat einen First Blood, dem habe ich einen Soldaten mal reingeschickt. Dachtest du dir einfach mal normal ballern? Ich guck einfach mal, ja. Da verjagt er mich. Alter, die Kampfmusik geht gerade mir voll auf den Sack. Die beginnt einfach alle 10 Sekunden neu. Wird natürlich wirklich schon. Aha. Ja, aber Max meint, der muss hier stressen. Und jetzt hat er meinen einen Soldaten, meinen Scout hat er gefunden. Mit seinem Scout, aber mein Scout war krasser. Er hat einen Bogen, aber eigentlich war das gar kein richtiger Scout. Oh, die Vorhut zur Armee, sagst du. Das schafft er. Easy win, also easy für dich. Also langsam der D-Sync. Da kam er gerade 15 Minuten. Ja, nämlich real, sag ich mal. Markus, ich gucke auf dein Land, aber ich sehe dich nicht. Das ist weird. Was ist da los? Von wo guckst du denn auf mein Land? Vom Wasser aus. Vom Wasser aus. Hast du wirklich eine Werft gebaut? Nein. JK. Denke, oh, ich habe nichts zu
tun. Ich könnte mir das vorstellen, einfach just because. Die Cheese Tactics. Hapert an Menschen einfach auch. Wieder noch eine Spitzhacke. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Die melden sich doch eigentlich, wenn sie was brauchen. Ja, machen sie. Eigentlich. Uff. Wie lange das schon zum Laden braucht. Ja, weil die Map einfach 8 Millionen Meter groß ist. Und habt euer ganzes Quadrant schon eingenommen. Nicht mal annähernd, Alter. Mehr brauchst du halt auch keine Liebe, weil du einfach lieber deine Ressourcen in eigenes Ballern investieren solltest.
Na, ich bin trotzdem meine Armee vorne am Eingang aufgestellt. Ich will ja nicht, dass einer reinsneakt bei mir. Ich glaube, das wird jeder. Ja. Doch. Also Brian hatte das zumindest auch. Ja. Ups. Nee. Was ist los? Nix. Spaß. Ich hatte ja die Hoffnung, dass du nur den einen hast. Hat der Tom von dir weggesnackt? Vielleicht. Vielleicht hat er das. Vielleicht habe ich ihn getriggert. Man hätte jetzt einen einzelnen Turm schon weggemacht, dann ist aber Halleluja. Ja, wie gesagt, ich hatte gehofft, er hat nur einen. Aber er hat sich scheinbar irgendwo einen Safety-Turm hingestellt. Ah, ich glaube, das war's dann mit mir, weil Max, glaube ich, eindeutig mehr Soldaten hat als ich. Deswegen wolltest du einen Kabel legen. Ja, ich dachte halt, ich bin super smart. Also war es auch, weil es hat ganz schön Rums gemacht. Oh Mann. Kleiner Stricher, Alter. Ich war gerade übelst nervös die ganze Zeit, als ich da über Maxes Insel geschlichen bin. Warst du also doch nicht abgeriegelt oder was, Max? Nee, das Ding ist, ich hatte einen Scout zum Bot hin und Max ist mit seiner ganzen Armee Richtung Bot gegangen. Und da dachte ich mir, ja, kannst du ja mal schnell vorbeigucken, vielleicht hast du ja Glück. Und ich sag mal so, ich hatte Glück. Da war gerade nix. Habe ich ungefähr geguckt, wo Max' Anfangsturm so sein muss. Ach, hast du deinen Anfangsturm auch noch weggesnackt? Ja. Ah, Mann. Da standen halt ungefähr 83 große Wohnhäuser. Die hat's erstmal alle richtig zerlegt. Er hat wirklich alles gefickt in dem Bereich. Das ist dolle. War zum Glück auch nur ein Level 1er drin. Weil ich kam bloß mit 4 Level 2ern an. Jetzt Max sauer. Also. Sauer ist da gar kein Ausdruck. Aber wie viele andere Türme hat sie denn noch, Max? Sag doch mal eine Zahl. Genug eigentlich. Expandiere ja. Ach stimmt, du hast die Bot-Türme. Oh, du hattest ein Mehl, scheiße. Das ist der Bot down. Als Max gesagt hat, brauchst eigentlich keine Diebe, hat er wahrscheinlich gerade überlegt,
Ah, hole ich mir jetzt alle Pot-Ressourcen? Lohnt sich das? Zeig dir, was sich lohnt. Naja, sag doch mal, was sich lohnt. Also, ja, kompletter Fokus auf dich, ey. Ja, wer hätte das gedacht? Hattest du doch gestern schon eh vor. Das ist frech, Alter. Ah, es wär viel cooler gewesen, wenn du ganz raus gewesen wärst jetzt aus dem Game. Kann ja nicht sein. Ich wollte doch gerade was machen. Irgendwas wollte ich machen. Ja. Kommt Max Pioniere. Was? Seh deine Pioniere. Naja, einen kleinen Turm hat er gebaut. Naja, jetzt mach ich mit Pionieren. Nun ja.
Bye. Ach, Kinder. Na, ballert ihr schon über den Haufen, oder? Nee. Ich glaube, dann hätten wir schon auch irgendwelche blöden Kommentare gemacht. Wir werden angegriffen. Ey, verschwinde. Verschwinde. Muss nicht so gucken. Mach kein Auge. Bruder. Habe glaube ich immer noch nicht genug Truppen. Ich glaube, das ist so ein Game, da müssen wir beide Max angreifen, ansonsten muckt der wieder auf. Aha, ich habe ja gerade nur so einen Bruchteil seiner gesehen. Damit hätte er mich schon überrechnet. Ja, so geht's mir auch. Steht auf jeden Fall gut in der Mitte bereit. Ja, falls er mal irgendwo hin möchte. Also Level 3, oh, ah ne, das ist Level 1, den sehe ich. Easy. Okay, dann wird's einfach. Kann ich nicht auseinanderhalten. Ein Level 1er, wird so easy. Easiest game of my life, Alter. Kann ich hier auch drüber gehen? Über diese Hügel, die am Rand sind? Ja, okay, krass. Da kannst du deinen großen Turm drauf bauen. Haben keine? Weiß ich nicht, ich bin da noch lange nicht, du. Also wenn du diese Eingangshuckel meinst. Ja, die meine ich. Ja, langsam mal fertig mit seinem Wohnhaus dort, ey.
Kinder, Prioritäten. Beachtet die doch ruhig. Gibt's nicht. Hier habe ich noch ein Sägewerk brauche. Irgendwie schrabbelt die mein Holz zu langsam. Ja, stimmt. Ich wüsste nicht wohin. Dann nehme ich keinen Platz mehr. Na Mensch, hat sich einer mit dem Hammer erbarmt. Vor allem, jetzt hätte einer gereicht. Jetzt kommen natürlich vier Jungs. Bevor die letzten drei da sind, ist das Ding schon fertig. Hier nur noch ein Brett hier fehlt. Shit, ey. Da sind so viele Wege in meiner Base, einfach über die Grünfläche. Ich hab's alles probiert, übelst kompakt zu halten. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Mann, gleich haben Max Pioniere das Land fertig. Meinst du, kann er wieder neue Sachen hinbauen dann? Macht er schon. Hat mich echt krass geschlagen. Da hast du viele Steiger gehabt wahrscheinlich, wenn es so viele Wohnhäuser waren. Na, es waren so ungefähr 10 Wohnhäuser. So viel hatte ich im ganzen Match noch nicht mal, das sagt schon wieder einiges. Ich auch nicht, Leo. Und er hat mir dadurch irgendwie 250 Striker verpasst. Also okay. Kurz lag wirklich alles lahm. Aber dann zum Glück, im ersten Wohnhaus ging es dann immer wieder schneller. Aber es war echt eklig gerade. Glaube ich. Ich wollte eigentlich aufs Klo gehen, aber ich nicht geschafft deswegen. Ich muss eigentlich auch schon seit Anfang. Wenn ich gehe, dann... Weil meine Minen sind einfach alle noch komplett voll bis oben hin. Bis auf eine Kohlemine. Zwei. Du hast noch Geologen, sagst du? Die Hippien immer noch, ey. Die Hippien einfach nonstop. So, ihr seid ja Ehrenmänner, ne? Ich geh mal auf Toilette jetzt. Alles klar, Truppen laufen los. Ich muss erstmal machen. Nein, alles easy. Geh. Ich meine, wenn ich meine Truppen jetzt losschicken würde, wären die erst wieder da, wenn Markus noch 8 Wohnhäuser gebaut hat. Oh, jetzt wird das letzte Fitzelchen Land weggearbeitet und weg ist es. Ah, oh, lol. Danke fürs Bescheidstoßen. Ich helfe, wo ich kann. Weißt du doch. Ja, weiß ich. Jetzt weiß ich das wirklich.
Lol. Ich war das ganze Match noch nicht so richtig auf dem grünen Zweig, muss ich sagen. Wieso? Weiß nicht, irgendwie ist alles langsam. Ja, das stimmt. Bei mir aber auch jetzt, deinetwegen. Ja, aber dafür warst du davor schon übel am Böllern, Alter. So, da bin ich wieder. Und lebst noch? Ja. Hat sich auch noch keine Unit bewegt, also denke ich mal, dass das richtig ist, was ihr macht. Sonst hätte da ja auch gestanden. Fähre dockt an. Fähre dockt an. Das wäre frech. Wäre richtig frech. Und dann gäbe es richtig Prügel. Was atmest denn so schwer? Erstmal einatmen. Mal tief durchatmen, bevor du in die Schlacht böllerst. Bevor es losgeht. Ach, Skyrim, okay, ich muss gerade überlegen. Was, Skyrim? Nee, Jan Hegenberg. Ah, okay, Jan jetzt Hegenberg, haben wir's. Alter, was ist los? Ich dachte gerade, das wäre so ein Bardensong gewesen, weißt du? Lol, die Pioniere von dem Grün versetzen oben einfach mein Land, die Stricher. Hatte der eigentlich gebaut, der Bot? Ja, der hat sogar auch schon Truppen gebaut, glaube ich, oder? Also er hatte auf jeden Fall einen Fluss und er war auch bis zur Goldmine, also eigentlich hat er richtig gut gebaut. Okay. Lob an den Bot. Das hast du oben links noch einen Fluss, ja, ne? Ja. Total behindert, oder? Ja. Macht gar keinen Sinn, das ist halt auch an Eisen so. Habt ihr da nicht eure dritte Nahrung hingebaut, oder was? Diese dritte? Ich hab nicht mal eine zweite Nahrung. Ich auch nicht. Ich hab wirklich alles nur in der Normalausführung. Ja auch. Ja, ja, Max, dir glaube ich das nicht. Nee, hab ich halt wirklich nur. Wenn ich bei dir 15 Wohnhäuser abreiße. Ich hab trotzdem nur 5 Getreidefarmen. Okay. Ich auch. Kam er nicht dazu? Sorry. Das kannst du dir ja nachher nochmal in der Aufnahme angucken. Bin reingesneakt. Machen wir so. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwas stimmt an meiner Wirtschaft nicht, beziehungsweise habe ich eine Eisenschmelze übelst spät nachgebaut. Habe ich halt vergessen. Dadurch konnte ich bisher das ganze Game aus nur 2 Goldminen pumpen. Und habe immer noch Goldüberfluss. Reicht doch, ja. Aber das wird sich halt auch bald ändern mit dem Goldüberfluss, glaube ich. Bei uns zu Hause tut sich was, ich lade dich zu mir ein.
keine Steine mehr, dann kannst du abgerissen werden, Junge. Brauchst also, dich hast du deinen Grundstein verbraucht von oben, sagst du? Von unten bei dir? Vom Start, ja. Bei mir echt? Steht noch ein bisschen was. Ich hab noch über die Hälfte. Ich hab übelst früh auf Minen gesetzt. Ich hab nur eine Mine tatsächlich. Ich hab noch gar keine Steinmine. Ich hab gedacht, die eine Mine beschleunigt es. Ich überlege noch eine zweite Holzproduktion aufzubauen, weil ein Holz ist irgendwie das, was mangelt. Bei mir mangelt es eher an allem, aber ich habe jetzt keinen Bock, noch übelst viel Steinmetze und Holzfäller zu bauen. Dann dauert es halt alles ein bisschen länger, ist ja auch nicht schlimm. Ja, eben. Also eine zweite Holzproduktion ist halt auch, weißt du, was da dranhängt? Ja, so viele Klicks. Also langsam können wir uns ja auch gegenseitig mal ein paar Bataillone schrotten oder so. Ah, die habe ich gut aufgebaut erst, die kann ich nicht schrotten. Ich kann auch eigentlich noch nicht von Mehrzahl reden. Deswegen. Wäre ein bisschen zu viel des Juden jetzt um die Uhrzeit. Dann schrotte ich ein Bataillon und dann habe ich keins mehr. Mein Spiel soll ja noch ein bisschen gehen, habe ich gehört. Ja, ja. Ich meine, ist ja erst 22.45 Uhr. Eben. Das geht sogar wirklich noch. Bei ist eigentlich okay. Wann hast du eigentlich gestern gepennt, Markus? Fünfe, glaube ich. Okay. Seht mal, wie war denn das letzte Match? Ich habe Markus noch ein bisschen, meine Build-Order quasi gesagt. Und wir haben probiert zu ergründen, warum es bei ihm am Anfang jetzt immer ein bisschen länger gedauert hat. Und woran lag es? Naja, also ich glaube, der Hauptpunkt waren halt, dass sich bei Markus dann viele kleine Sachen addiert haben. Ja. Weil. Ich habe halt übel meine Anfangsproduktion habe ich halt straight fürs Late Game ausgelegt. Weshalb es halt länger gedauert hat, bis bei mir Units vom Bad liefen. Also quasi hat er am Anfang gleich 5 Försterhütten gebaut. Wo eigentlich 2 reichen und mit denen. Nur 2 habe ich gebaut. Und also ja, gut, aber du hattest dann. Holzfällern. Weggehauen haben, habe ich gedacht, gut, dann baust du halt nochmal 2-3. Ja, das sind dann halt immer so ein paar Materialien. Wenn du die savest, kannst du schon mal ein mittleres Wohnhaus mitbauen und dann hast du schon mal 25 Leute mehr, die schneller Sachen machen und so. Und dann so Sachen halt oder auch die Werkzeugschmiede zu früh fertigstellen lassen und so. Obwohl die schon später gesetzt wurde, ist halt dann auch immer bitterlich, wie die Siedler das so meinen, machen zu müssen. Ihr kennt das. Er kennt ihn nicht. Den Newton Bastardo. Oh, da wollte ich gerade was setzen. Sorry, Digga. Bist du seit 8 Stunden nicht gesaved und wenn dann gesaved wird, willst du gerade was machen? Also saven dann. Hey, der klaut ein Schaf. Der Assi. Geht einfach hin und nimmt's mit. Dann Max, die Diebe bei dir am Start, oder was? Nee, das nicht. Da kommt er nicht rein, außer sie hat sie mit dem Boot eingeschleust.
Aber da kommt er nicht wieder raus, glaube ich, außer er kann die Wippen scharf übers Boot wieder wegtransportieren. Oh, stimmt, nee, das geht, glaube ich, nicht. Siehst du, da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was nochmal? Wenn du mit einem Dieb was klaust, ob der dann mit der geklauten Sache auf ein Boot gehen kann? Lauf doch nicht weg, Hammer, Leute. Da kommt doch der eine Stein. Oh nein. Oh nö. Aber meine haben es gerade ähnlich gemacht. Ein Stein hat gefehlt und dann hauen die einfach ab. Bei mir hat noch ein Holz gefehlt. Die sind einfach away gerannt. Immer so ein Dude hier. Guck mal, ob ich da unten noch habe. Vielleicht. Das ist schwierig wahrscheinlich. Ah, hier könnte ich. Doch, da ist einer. Perfekt. Brauche ich gar nicht gucken gehen. Max hat übrigens ziemlich wenig Truppen. Wieso? Nee, nur so. Ich weiß nicht, ob das Sarkasmus war oder nicht. Ich glaub, das nicht. War leider kein Sarkasmus. Oh Mann. Kann ich irgendwo noch einen schönen Säge-Dude reinsetzen? Da am besten noch, aber da steht wahrscheinlich alles im Weg. So, jetzt macht Max noch einen kleinen Save und dann kommt er mit seinen 600-700 Leuten hier angerannt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann er uns sogar beide gleichzeitig platt machen. No. Das wäre auch schön. Ich wollte gerade sagen, Max, wenn ich confident fühle, renn einfach mal drauf los. Wir müssen das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Bait. Nee.
habe gerade ein kleines Opferbataillon rausgehauen. Ist ungefähr in 10 Sekunden gestorben und hat Max, glaube ich, ungefähr 3 Leute gekostet. Beide dann nochmal. Das läuft ja gleich wirklich drauf los. Klar. Merkt man schon daran, dass er ruhig ist. Ja. Ich meine, er ist ja auch schon auf meinem Land. So ist es ja nicht. Oha. Alles mit Borgen gepflastert hier. Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten gehostet, Max, ja? Ja. Gut. Ja, gut, Bliss auch. Ja, da muss er mehr als 100% Angriffskraft haben. Ja, denke auch. Ich dachte auch, ja, ich hatte bestimmt gewartet bis 100%. Deswegen denn? Ja, bis du angreifst. Bis du angreifst. Ich denke, also ich ziehe alle Register. Klar. Das ist nicht so. Nach den letzten beiden Tagen dachte ich auf jeden Fall, dass du einen kleinen Tryhard rausholst. Exakt genau jetzt ist gerade was fertig geworden von meinen Gebäuden. Justus in diesem Momentus. So ein kleiner Sperrbataillon. Er hat aber noch echt viele in der Mitte stehen, also. Ja, eben. Vielleicht greift er dich jetzt auch an, oder was? Hat auf jeden Fall, also mindestens noch ein Bataillon, vielleicht sogar zwei, wahrscheinlich zwei. Aber mir hat er jetzt ein Bataillon Bogen, Bataillon Schwerter reingeschickt. Die Bögen zieht er gerade zurück. Mit den Schwertern rennt er jetzt drauf. Ja, wahrscheinlich will er einmal. Oh, ich sehe dein Gebiet. Meins? Wahrscheinlich will er, ja. Einmal. Oh, da steht ein Turm vorne. Also, steht noch nicht, aber wird gebaut. Dann einfach mal auch mit rein lunzen. Wo sind denn die Dudes? Die sollen doch gar nicht hacken. Markus, warum rennst du in mein Gebiet? Bist du verrückt? Ja, es ist ein Einer, nur es ist nur einer. Außerdem sind das nur 11 Leute. Und ich werde wahrscheinlich eh gleich in Max reinlaufen. Ja, Max kriegt gleich hier die Kills, Alter. Kann er haben. Die 11 Leute kann er haben. Sagste. Ja, okay, der hat echt eine Menge, du. Kannst du steffen? Das, was auf meinem Land ist? Ja, glaube ich. Aber er hat gerade, also da standen noch 2 Bataillone mehr an der Grenze, von daher. Ja, die an der Grenze habe ich gesehen, da bin ich kurz vorbei geschielt. Echt ganz schön viel, du. Ich hätte schon mit den 2 Bataillonen wahrscheinlich übelstes Problem. Hört auf, jetzt da was zu machen, ihr Affen. Ich werde angegriffen. Achso, ja gut, die letzten Überlebenden. Steht der noch irgendeiner? Da, der da hat noch. Auf in die Schlacht. Good luck. Danke, danke. Ich hab dir meine Einer ja schon zur Verstärkung geschickt. Das war auch sehr nett, ja. Die haben mich wirklich aufgehalten. Hey, wo sind denn hier die Boys? Ach, da sind die. Oh, kommen doch mal alle vor, Jungs. Aber er hat keine Axis gebaut. Ich auch nicht, mach dir nichts draus. Auch so nett dann. Ich dachte schon.
Ey, wieso konntest du den Turm abreißen? Ja, frech. Na, verlierst du doch, oder was? Ja, kann gut sein. Ah, da kommt auch schon der Sekundärbataillon, das war's dann auf jeden Fall. Ah, jetzt hat er eine Burg bekommen, Mist. Ah, pünktlich, wo mein Steinhauer keine Steine mehr findet. Aber ein paar sind da tatsächlich noch. Oh nein, ihr Idioten, greift euch die Turm an. Seid ihr denn heller von Sinnen? Ja, seine Bataillone aus der Mitte sind auch weg tatsächlich. Naja, die sind jetzt bei mir auch. Ja, renn mal auf Max drauf, Markus. Ich glaube, wenn, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ist nicht. Also, kannst du es machen. Geh mal deine weg, Marken rein. Hm? Geh mal deine weg, die verfolgen mich. Oh, warte, ich mach mit Alt. Ja, musst du deine aber auch wegziehen. Ja, mach ich gerade. Jetzt bist du nur der eine. Sollst ja auch auf Max drauf rennen, nicht auf meine Base. Na, ich will aber eher seine Truppen kriegen. Na, ich denke, wenn wir ihm Zangangriff haben, dann macht er da ja nichts. Also er hat auch nicht mehr ganz... Na doch, er hat genug Schwertkämpfer, um meine Death doch zu kriegen, ja. Hast du es halt gecallt. Ja, er kann eh nicht weg. Oh, wir müssen aufpassen, was wir schwören. Ja, aber wenn du in dieselbe Richtung rennst wie ich, dann bist du gut. Halt, rechtsklick. Ah. Ist doch. Ja, bei mir, meine ich aber. Ah, hier sehe ich schon den ersten lila Kreis. Jo, da kannst du draufballern. Da bin ich mich kurz, sodass ich nicht gespreadet bin und dann geht's heim. Gut. Schauen wir mal, würde ich sagen. Es kann halt auch sein, dass er jetzt einfach nach oben durchrennt. Nee, ich denke, meine Units sind ein netter Bait für ihn. Hey, vielleicht werde ich mich einfach nur schnell aus dem Game nehmen, du weißt. Ey, deine Death hat auf jeden Fall abgerissen, so wie es aussieht. Keine Gebäude mehr. Jo, er rennt auf jeden Fall nach Richtung oben. Jetzt check ich das auch, warum ihr euch gegenseitig angeht. Weil Brians Äxte da rumkommen. Ja, bloß blöd, wenn man keine Death hat, wozu dann Äxte bauen, ja? Ja, ich habe immer bloß so 15 bis 10% Äxte halt nebenbei gehabt und dachte mir, ja gut, für einen Notfall habe ich sie und wenn nicht, können sie halt im Nahkampf ballern. Insofern, ganz useless waren sie, glaube ich, nicht. Was ist er denn? Ja, er rennt jetzt halt hoch. Also den kriegst du halt nicht eingeholt mit deinem Bogenschützen. Außer renn einfach geradeaus nach oben, nach Norden.
unnormal ballern, Alter. Letztes Gefecht oder was? Oh. Einen zweiten Turm schnell bauen können irgendwo? Nee, das hätte ich nicht geschafft zeitlich. Wenn ich lang genug die Lace bin, ich hinten den drinnen, denke ich mal. Wollen ja hier noch ein bisschen weiter zu dritt spielen. Ich brauche dich halt gegen Max. Ja, ich glaube, ich krieg sogar gedefft. Du darfst dann bloß nicht meinen Turm einnehmen. Ja, das geht auch mit alt. So, die Bogenschützen, die du da siehst, das sind schon Maxes und das da drüber sind meine. Oh, warte, Max zieht die Schwertkämpfer in meine Priester rein. Das finde ich auch nicht nett. Der probiert den Turm von links zu alt clearen. Das heißt, meine eigenen Soldaten mit seinen verwechselt. Genau. Dann zieh ich raus und ich baller seine Bogen ab. Ja, wer killt jetzt halt meine Priester, der kleine Schweinehund? So, aber seine Jungs sind jetzt nur in meinen... Warte, du bist blau, ne? Ja, seine Jungs sind jetzt die ich gerade nach links abknalle. Ich hoffe, dass ich keine übersehe, die gerade Richtung meines Turms rennen wollen. Oh, warte, ich greife dich gerade an, das will ich gar nicht, aber ich kann es halt nicht vermeiden. Ich zieh meine raus, ich zieh meine raus. Ja, kann's rausziehen. Das schaffe ich. Ah fuck, jetzt hat er doch noch meinen letzten Priester erwischt. So, ich glaube, jetzt sind meine Units wieder an Ausgang. Ich hoffe, da steht nichts von dir im Weg. Nö. Kannst ja mal gucken, ob da wirklich nichts mehr steht von der Def. Da hat er alles abgerissen. Da stand nichts mehr, da bin ich komplett durchgeballert. Wenn das so ist. Lauf ich ja jetzt auch nochmal durch. Wo laufen die denn hin? Wo laufen die wieder zurück? Ihr seid da nach unten. Ne, das machen wir mal nicht. Also ich sehe, Gott bless der kleine Turm. LOL, das sehe ich jetzt erst. Meine Fischerhütten fischen nicht mehr. Das erklärt aber einiges. Meine auch nicht. Ich glaube, da muss ich mal mit dem Priester ein bisschen Fische reinballern. Uff. Ach nicht so. Die werden angegriffen. Aber nicht von mir. Nee, war vorhin noch alles gut. Hab ich bloß. Oh nein, Max schickt ein Sneak-Bataillon bei mir rein. What? Weil das aus Versehen über mein Land gelaufen ist. Ja, ungefähr in die Richtung ist gut. Natürlich gerade übel gestreckt mit meinen Units. Ich wollte mich tatsächlich gerade in die Mitte reinstellen, so, den Übergang. Ich weiß nicht, ob es ein Sneak-Bataillon war oder ob es nur einzelne Bogenschützen waren. Ein Bogen. Ah, da sind noch ein paar mehr. Ah, nee, die kommen gerade. Okay. Nee, es ist mehr als einer. Ja, ich sehe es auch gerade. Ich sehe es im Schatten auf jeden Fall. Aber hat er gerade, hat er gut gespottet auf jeden Fall. Ich baue nämlich gerade eine Sekundär-Def. Jetzt ballert er, mal sehen, ich bin gespannt. Ja, er muss auch nochmal speichern, ja. Ah ne, das war der Autosave, okay. Ah, jetzt wird es natürlich blöd, dass er meine Def gespottet hat noch. Also die Bögen habe ich weg.
Ich werde angegriffen. Kann auch gar nicht sein. Würde sich doch keiner trauen. Ja, gerade auf deinem Land ist da noch was? Nee, ne? Ha? Gerade an deinem Land oben, da ist nichts mehr, ne? Ne, nur das, was da gerade gebaut wird. Das wäre ja auch sehr verbunden, wenn du da nichts hinschickst. Ja gut, ich denke, das hat den jetzt großen Schlag gemacht. Ich denke, den Rest hast du allein. Ah, ich glaube, der ist auch schnell im Nachproduzieren, der Junge. Wirklich. Ah, der zieht sich halt. Das hat sich aber wie auch ziemlich sarkastisch wieder angehört, das ist Quatsch. Achso, ist jetzt mein Magier schon hier? Genau, baller hier mal ein paar Fische rein. Linksklick und dann rechtsklick, ne? Jo. Markus, bist du irgendwie leiser geworden? Kann das sein? Beim Mikro. Und hier ist es Linksklick bei mir auf jeden Fall. Also geht's auch wieder fischen. Bei mir ist es Linksklick. Sehr verrückt. Linksklick. Jetzt gehen sie wieder fischen, die Dudes. Das gefällt mir. Ach, der kann mal hier bleiben, falls das nochmal aussetzt. Ja, gerade war meine Goldproduktion natürlich auch ziemlich low. Sehr gut, jetzt habe ich endlich mal dumme Leute, die sich nicht mehr rumtummeln, sondern wirklich mal beschäftigt sind. Faulenzen meine ich, die nicht nur beschäftigt sind. Nicht angenehm. Ah, das klappt ja jetzt gar nicht mehr. Schade. Ein Tumult hier in der Welt der Siedler. Da springt doch ein Fisch, geh raus und wirf deine Angel ins Wasser, du Schmuck. Was los? Deine Nachricht kam eben an. Nee, die kam schon vorher an. Hast du meine Nachricht davor auch gelesen, Max? Das jo. Nee. Okay, weil da hatte ich auch Chat für dich ausgestellt. Ich wollte generell mal wissen, ob das klappt. Heimlich verbrüdert ihr. Merkt es schon. Da wollte ich nämlich, das war nämlich da, wo ich dir dann einen Turm gesnackt hatte. Da wollte ich, dass Markus in deine Base rennt. Jetzt damit meine Units sterben, aber das hätte ich auch nicht gemacht, weil zu der Zeit hatte ich noch kein Bataillon. Habe ich die Hauptmänner überlebt? Ja, gut. Mal wieder auffrischen, das sind keine 100er Bataillone mehr. Da fehlt eh einer. Am Ende wird es eh immer wieder so ein Punkt, wo sich dann alle in der Mitte betteln.
Weil keiner die Death überwinden kann. Das Ding ist, hätte ich nicht gesehen, dass Max ungefähr 600 Soldaten hatte, hätte ich halt auch keine Death gebaut. Aber das war mir dann doch zu heikel. Weil es sich ja so anbietet mit der Death, ja? Tja. Und wieder ein verloren. Ah! Wie fehlen denn da? 5 Leute. Seid ihr 5? Ihr seid 6, ihr seid 5. Okay. So, nächster Ink von Max kommt. Oh, oh, oh. Und es geht schon wieder los. Ich trau mich halt auch nicht auf Klo zu gehen, du. Ja, die Verzierung am Eingang finde ich ein bisschen hässlich. Die nimmt Platz weg. Ist das dein Ernst? Bei welchem Building? Bei allen Buildings. Die sind einfach unnötige Bäume und Steine. Ach, du baust dir da jetzt wirklich eine dicke Death hin? Oh nein. Ich habe bloß so eine halbgare Death und die ist eigentlich schon OP. Tut schon der Unterarm weh vom ganzen Klicken, Kinder. Ja. Streamst du eigentlich immer noch? Ja. Ich mache jetzt das ganze Match. Das Ding ist, da ich das Markus dir geholfen hat, wird es halt wirklich um 4 Uhr morgens gehen. Oh nein, und wir haben es gerade erst frisch um 11:45. Halt echt so. Naja, und ich sag noch. Sind schon wieder im Nichts? Was ist denn da los? Ich hab gedacht, wimmelt es nur so von Fischen, habe ich gedacht. Die sind schon wieder arbeitslos. Oder was ist los? Da hüpft doch ein Fisch. Warum machen die denn nichts? Der macht auch nichts. Ach, der ist voll. Ich bin ja voll. Aber jetzt mache ich hier mal ein Wunder. Es wimmelt nur so von Fisch. Dahin. Geht nicht. Geh mal näher ran, du siehst ja gar nichts. Da hüpft doch noch was. Warum geht der da nicht angeln? Oder ist es zu weit weg, weil es nicht am Rand ist? Ich habe das halt auch nicht ganz verstanden, weil bei mir hüpfen noch Fische und der Boy angelt einfach nicht. Und ich raff nicht, warum. Und jetzt, ich muss es übelst weit weg machen, damit er wieder angelt. Jetzt ging's mit Rechtsklick. Irgendwie ist es komisch. Okay. Angeln laufen sich wieder. Ich lasse ihn trotzdem mal da stehen. Man weiß ja nie. Was magst du, wie viel offensive Kampfkraft hast du schon? 100%.
Exakt 100? Was? Exakt 100, oder? Ja, exakt. Glaube ich dir nicht. Wollte gerade sagen, das glaube ich dir auch nicht tatsächlich. Wieso? Der lügt. Na, ich hätte gesagt, du hast so irgendwie ein paar Dings gebaut und bist so bei 120 oder so. Was? Alter. Hört sich irgendwie doch schon ziemlich verdächtig an, die Lache. Aber Max hört sich halt immer verdächtig an. Gerade an Kohle. Ein bisschen. Brauchen wir mal ein paar mehr. Sind da neue Dinge jetzt drin? Nee. Uff, das sehe ich jetzt erst auch Mist. Frag mich, ob Max schon den Berg von unserem Bot bebaut hat. Das wäre richtig dolle. Vor allem müsste er dazu den eigenen abgearbeitet haben. Ich denke, hier brauchst du nicht einen anderen Berg bei einnehmen. Frage ist, ob er seinen kompletten Berg schon voll gebaut hat. Okay, jedes Quadrat komplett voll, ja. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen übertrieben mit Wohnhäusern. Reißen wir mal ein paar ab. Neigst du übertreiben? Kann ich gar nicht vorstellen. Niemals, ich doch nicht. Ist dem so. Und die abreißen, wo noch nichts liegt. Fehlt ein Hammer? Ja, komisch. Ich hab ja auch hier nichts mehr tatsächlich. Ja, bauen wir mal drei Hammer. Ich hab legit fast meine ganze Insel freigepioniert. Echt? Jo, auf jeden Fall echt ziemlich viel. Fehlt noch rechts ein bisschen und oben ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Halt noch echt viel, das dauert auch nochmal eine Stunde, bevor die durch sind. Aber ein bisschen, also ich hab vielleicht die Hälfte. Ja, ich habe mehr als die Hälfte, das auf jeden Fall. Aber so, wozu? Kann ich sagen. Ja, weiß nicht, einfach haben. Haben ist besser als brauchen, sag ich immer. Aber eine schöne Sensor.
2 schöne Sensen. Ach ja. Wenn ich jetzt nochmal Kohle nachgebaut habe, kann es sein, dass es nicht reicht. Sehr gut, jetzt läuft doch die Goldproduktion endlich wieder, jetzt wo sie wieder Fische zum Essen haben. Wie viel macht einen Sinn, Weingut, kleiner Tempel, in welchem Verhältnis? Uff, das weiß ich auch gar nicht so genau. Ich glaube 2:1 oder 1:1. Also 2 Weingut auf einen Tempel. Jo. Also ich würde fast 1:1 machen. Ja. Oder 3:2 oder so. Musste auf jeden Fall auch feststellen, dass ich viel zu wenig kleine Tempel gebaut hatte. Also insgesamt hatte ich eigentlich nur einen gebaut. Ich gehofft hatte, dass Max mich eigentlich platt macht. Und das Spiel nicht so lange geht. Doch, das Spiel soll ja lange gehen. Ach so. Lange Spiele sind die besten, wo man alles bauen kann, wo ich schön alles hat. Mhm. ...533 Dorfbewohner, also arbeitende Träger. Okay, krass. Ich glaube, ich muss noch einen Förster nachbauen. Irgendwie schleift's gerade. Ah, das ist schon besser. Das ist schon besser. Da passt doch bestimmt noch eins hin. Ja, da auch. Ah, nee. Jetzt ist mir zu mutig. Noch schaufeln?
alleine kommst du auch nicht nach Leipzig, ne? Nee. Das schaffe ich nicht mit Arbeiten. Morgen schon Samstag? Nee. Freitag. Junge. Wir werden angegriffen. Willst du was? Meinst du betteln wir uns? Na gut. Alter, ich bin ja nur lang gelatscht. Ja, ich hab die Mitte annektiert. Hol erst an mir vorbei, bevor du zu breit kannst. Meinetwegen. Haben wir hier den klassischen 800 Borgen Markus wieder am Start, oder was? Nee, er ist in der Mitte. Mitte ist Wüste, da kann ich nichts bauen. Warum sieht's aus, als ob ich mehr habe als du? Naja, es waren nur 2 Bataillone bei mir. Okay, na, dann habe ich das aber sowas von. Haben wir Markus zu viel Zeit gegeben? Alter Markus, wie viel sind das? Sind das 600? 600? Ja. Okay, jetzt ist Markus in der Position, wo er uns beide ficken kann. Und es steht schon noch 200 in meiner Def, sagen wir so. Also nicht in meiner Def, sondern noch hinter meinen Grenzen. Na gut, also ich habe insgesamt auch 600 auf Brian geschickt, also... Na gut. Ja, da hatte ich sogar zu dem Zeitpunkt nur 2. Oder 400, sage ich mal. Also als du auf mich gerannt bist, hatte ich so... 250, wenn es hochkommt, 300. Ja, ich habe vorher schon ein Bataillon Bogenschütze nicht reingejagt. Okay, also werde ich mich jetzt auch zubunkern, wusste ich nicht. Oh nein! Dann wird's richtig lächerlich. Und ihr seid wenigstens beide Wikinger. Ihr könnt ja wenigstens bei mir durchrasieren. Und so bunkert ist es halt noch nicht mal. Also du hast in der Mitte 600 Soldaten. Ja, das ist aber nicht gebunkert. Das sind frei. Die stehen da einfach nur. Ja, die stehen halt in der Wüste. Und ey, wo soll ich denn sonst hinstellen? So, ich habe halt keinen Platz mehr. Armer Junge. Ja. Selten so geweint habe ich. Oh, nix, und er fliegt gerade echt an Kohle. Holy shit. Mal ein paar mehr bauen. Wird eine Spitzhacke. Spitzhacken fehlen. Ja gut, damit kann ich arbeiten. Ja, eine Spitzhacke fehlt, ich weiß. Aber du hast mir, glaube ich, dir schon was weggehauen. Jetzt sind die Bataillone nicht mehr vollständig. Das kann ich nicht leiden. Das ist für meinen Perfektionismus echt nicht so schön. Weiß, kenne ich. Das ist bei Siedler immer nervig. Wenn der innere Monk rauskommt. Ja. Also eigentlich wollte ich ja warten, bis ich 10 Bataillone habe und dann 5 in dich und 5 in Brian reinschicken. Aber?
Ja, dann hat er halt vorher schon was reingeschickt. Mach ich auch noch, aber es dauert halt noch. Ach so, na dann. Aber wenn Max sagt, er hat schon halt 6, dann kann, wehrt er halt die 5 locker ab. Was ich hatte, ich hatte 6. Also ich habe mit 4 Brein angegriffen und habe dann nochmal 2 leider alleine hinterhergeschickt, die hast du mir dann zerfetzt. Und eben, das waren halt auch 2. Also, wenn die so alleine sind, es ging gar nichts, Alter. No way, no way to fly. Und bei mir liegt's, ich produziere auch gerade überhaupt nicht mehr und ich kann dir nicht sagen, warum. Bei mir lag's an Kohle gerade, weshalb es gerade stillstand. Bei mir liegt's an Kohle. Bei mir liegt's an... Oha, ich hab kein Wasser. Was zur Hölle? Oh, daran liegt's, glaube ich, nicht, oder? Ach, vielleicht müsste ich aber wirklich... Alter, bei mir liegt's wirklich an Wasser. Fuck, Alter, ich hab genug Getreide und kein Wasser. Das Spiel hat sich komplett umgekrempelt. Aber gut, dann brauche ich auch mal provisorisch ein paar Wasserwerke. Waterworks. Es liegt halt daran, dass bei mir die Mana-Produktion wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser verschlingt. Na gut, ja. Bei mir ist es auch. Aber ich habe nur 2 Wasserwerke und mit denen fahre ich eigentlich auch gut. Der Moment, wenn das Geschenk mehr kostet als Thors Hammer. Alter, wie viele göttliche Gaben hast du dir denn gegönnt, Alter? Ich stehe in Gottes Wonne. Alles klar. Nehmen wir so mit, sagst du. Ich finde halt, diese anderen Angriffe sind halt eigentlich immer nicht so das Wahre. Markus. Was ist los? Guck einfach mal. Ich wollte mal bei dir reingucken. So. Aber krass, dass du mich schon siehst. Weil ich habe noch nicht mal deine Grenzen im Blick. Ich bin auch kein Dusseltier. Der hat auch keine Steine mehr. Weil ich mich wirklich auf mehr Minen draufsetzen. Wir werden angegriffen. Oh, ein Bogi. Ja, der stand da noch von bevor die Aussichtstürme fertig waren. Okay, dann gehe ich mal wieder, wenn du meinst, du möchtest mich nicht in deinem Haus haben. Das ist nett. Oh, Max hat mit seiner Grenze auch schon in die Mitte gebaut. Das ist uncool. Den sehe ich sogar so. Allerlei. Muss ja sehen, wer sich so anschleicht. Der kann ranschleichen. Der drauflaufen. Wenn die Legion anmarschiert kommt. Die 600 Leute, die schleichen sich da ran. Ja, aber mit denen würdest du hier trotzdem auflaufen, jetzt denke ich. Wieso werde ich angegriffen? Achso, da sind auch die Bümmeln. Das Zeichen. Desync. Echt? Oh ne, das wäre echt doll der Witz. Nein. Also vor allem 15 Minuten, Alter. Weißt du, was alles. Ne, da hätte ich auch gesagt, kein Bock mehr, ey. Nicht.
Was lachst du? Gibt's nichts zu lachen. Hört sich auch nicht gut an für mich dann. Bitteres, ernstes Gemache ist es nur. Leute richten ihren Blick ans Firmament. Saurer Regen. Ich glaube, es geht bergab. Ich habe halt wirklich auch erst vor einer halben Stunde angefangen mit Mana bauen. Ah, ist gleich trotzdem mehr als ich. Das Ding ist, ich hab's halt irgendwie die ganze Zeit verdrängt. Ich mir dachte, ach komm. Wird schon nicht so schlimm. Das muss jetzt doch nicht sein. Ganz so tryhard. Ja. Aber es ist halt krass, dass keiner von uns auf Sand bauen kann. Ja. Da in der Mitte ein paar Borgen, das wäre sexy. Tja, der Bot hätte es gekonnt, der war Trojaner. Ja, den hätten wir aber nicht länger drin lassen können wegen Desync. Ja, das stimmt. Naja, Max hat nur wieder einen fürs Team getaked, wahrscheinlich. Mach ich das nicht immer. Ein Mangel. Ich sehe schon Markus erste Borg. Die zweite ist im Bau. Ah, ist ein Aussichtsturm gebaut. Jo. Boah, du kannst du da auch noch machen gegen dem Dings. Und sonst so.
Ist nicht viel los ohne Moos. Nein, echt nicht. Mal wieder. Vor allem, ich habe halt eigentlich überlegt, auf 10 Getreidefarmen aufzustocken, aber das ist echt nicht nötig. Das wäre auch vogelwild. Ich habe halt ja, echt... das wäre vogelwild. Du Spasti. Ach Markus, dich kriegen wir auch nicht mehr groß. Doch, doch, ich bin schon groß. Ich bin schon groß und wir... Komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Ist gut. Bam 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 bam. Bam bam. Bam da dam. Aber die Musik war auf jeden Fall immer noch da. Ist das jetzt alte Musik wieder? Ich glaube, das ist ein bunter Mix. Vogelbund. Oh. Oh. Kein Wenn Bock mehr so auf ist. Faxen jetzt. Wenn das so ist, alles Bögen auch noch. Komm mal her. Oh, wenn du erst das sterben möchtest, dann ist es so. Oh. Das ist ja interessant. Ah gut, hilft ja nichts, wa? Das Böllern, Markus. Max, meine ich. Hast ja wirklich kleine Türme drauf gebaut, ja? Ah, der hat halt echt viel Mana angesammelt. Der schnippelt mir gerade alles weg, der kleine Penis. Das ist wirklich frech. So, Max, jetzt musst du drauf, ansonsten war es das. War es wahrscheinlich auch so, aber ich habe keinen Bock mehr, Kinder. Schade, ich hatte so eine schöne Def. Ja, geht. Ah, ich hätte gedacht, dass die Burg woanders steht. Welche Burg? Die eine da. Die weg ist, glaube ich. Ah, ist mein Priester tot, schade. Kommt aber, Max. Komm, die eine Burg kriege ich noch. Ja! Ja, hast du tatsächlich noch. Die anderen sind alles noch nicht fertig, tatsächlich. Aber nice. Jetzt kommt Max von rechts. Ja, den Turm kriegst du, aber das ist halb so wild. Die habe ich noch nicht voll gemacht, die ganzen Dudes. Vorne. Hat natürlich jetzt alles so ein kleiner Häuserkampf, Winkelgassenkampf. Gute alte Winkelgasse. Oh, er hat auch echt viele Axtkämpfer, ey. Ist das frech.
Ja, die eine Burg habe ich übelst getorshammert, aber ich wusste nicht, dass sie von einem Torshammer nicht down gehen. Ist echt nicht, ja? Nö. Meine schöne Dev, die sieht so schön aus, mach die doch nicht kaputt, die ist doch nicht mal fertig, Mann. Ich? Die werden angegriffen, ich weiß. Aber es ist natürlich frech, dass du mit Schiffen übergesetzt bist. Ja, irgendwas musst du ja machen. Und es hat dich immer eine Borg gekostet, das heißt, es hat was gebracht. Ja. Zwar nicht viel, aber hey. So, Max, deine Truppen sind auch tot. So, Markus, dann renn jetzt drauf hier. Ah, ich renn erstmal auf Max drauf, tatsächlich. Okay. Weil ich denke, du produzierst. Also, er kam mit wesentlich mehr als du gerade. Vielleicht hast du auch noch übel viel, aber. Nee, leider gar nicht. Ich kam mit so ziemlich allem, was ich hatte. Ja, ich würde sagen, ich nehme Bataillon 1 bis 7 und lass 8, 9, 10 stehen. Alles klar. Mir sonst zu gefährlich. Alter, ich habe übel viele Benachrichtigungen gerade. Na gut, sammeln wir uns mal. Ich lauf einfach rein, scheiß da drauf. Ich hab leider keine Belagerungsbums. Die werden angegriffen. Ach, leck mich doch brein. Nee, Mann. Ha, baust du gleich einen Aussichtsturm. Geil. Ich hab mehrere so am Stamm. Das, die sind nur die oben, da konnte ich halt noch nichts bauen. Okay. Ey. Oh, Jesus Christ. Ein Scout, Mama. Noch was drin, weil das sehe ich tatsächlich. Ja, das ist ja auch Absicht, dass du das siehst. Oha, na gut, ich laufe einfach mal drauf. Magst du mal sehen, was passiert? Bin ich auch mal gespannt. Was für eine Gruppe? Welches Bataillon? Ach, 7 ist das, was macht. Ach so, stimmt, mit 7 wollte ich ja reinlaufen. Okay, das check, das packe ich glaube ich nicht. Meinst du, dass du 7 Bataillone nicht packst? Ja, ich schicke noch 8 auch noch mit. Ich denke, 2 Bataillone in der Defense reichen. Ist in dem Schiff noch was drin, ne? Sehe ich das, wenn da was drin ist? Nee, das siehst du glaube ich nicht, ob da was drin ist. Ja, sie werden angegriffen, ich weiß. Ja, das natürlich angegriffen, bevor ich komplett meine ganze Insel da einmal leer geschaufelt hatte. Jo, dein Pionier hätte mich auch fast gescoutet einmal. Ah, okay. Das war richtig bitterlich. Die Frage ist, ob du halt meine Nahkämpfer tot kriegst und ich dann nichts mehr einnehmen kann. Sieht bis jetzt gar nicht schlecht aus. Ja. Ja, aber es ist halt auch kacke, wenn da noch 4 Bataillone Bogen rumstehen. Das Ding ist, du probierst da gerade irgendwo reinzulaufen, aber meine einzige Türme und so sind wirklich die vorne an der Front frei. Ja, ist natürlich bitterlich gelaufen. Natürlich wirklich so. Ich meine, du kannst mal ein bisschen scouten, so mein Dude. Oh, ja. Ist auf jeden Fall schon mehr Windmühlen als ich. Wie viel hast du denn? 2. Du, ich sehe schon 3 von dir. Es ist richtig, sag ich mal. Oh, das war's schon. Eieiei.
sie werden angegriffen, weiß ich doch, Mensch. Sagste. Wie viel leben noch? Ja, es leben noch 50 Nahkämpfer. Also rund geschätzt. Gut gemacht. Ach, jetzt kommt Brian da oben noch. Ja, gut. Muss ich mal mein Stuff hier voll besetzen, würde ich sagen. Ja, lass ruhig. Dein neuen Stuff? Das sind eh nur Bogenschützen. Achso, na gut, na dann. Ich schicke jetzt alles rein. Ich hatte eine Zeit lang Bogenschützen auf 97% oder so und habe das ewig lange vergessen. Das war halt ein bisschen bitterlich. So, das war seine Death schon mal, das ist gut. Also du hast mich komplett auseinandergenommen. Wo ist denn dein letzter Turm? Kannst du ja quasi aufgeben. Da kann ich nämlich in Brian reinlaufen. Tja, der ist auf jeden Fall nicht beim Bot. Das ist er wirklich nicht, ich hab das Botland durchsucht. Auf die Schalksverwachs auszuschalten, meinst du? Nee, ich wollte halt einfach bloß nicht, dass er nachher irgendwie... Keine Ahnung, man raidet ihn komplett weg. Und dann steht da hinten noch ein kleiner Popelturm. Und der rettet ihn dann oder so. Na gut, ihr habt mich wirklich 2 Burgen gekostet. Echt ganz schön frech. Gehoben. Ein Bataillon hast du fast fertig gemacht. Aber es kommt ja erst das andere. Von daher. Ich hatte gerade auch echt nichts. Ich habe auch gerade so wenig produziert, das check ich einfach nicht, warum. Also ich habe halt seit ungefähr 2 Stunden dieselbe Soldatenkurve, weil ich halt nichts mehr gebaut habe an Gebäuden. Na, statt meinen 1030 am Anfang hatte ich jetzt nur noch 742. Tja, siehst du mal. Also 300 habt ihr mich schon gekostet. Ich habe jetzt auch auswärts bei mir ist wirklich das Problem, ich bin am Anfang immer zu krass und deswegen geht ihr immer zu zweit auf mich oder bin ich hin? Ja, das Ding ist, ich habe auch überlegt, ob ich übertrieben baue, aber ich habe halt einfach mir gedacht, nee. Das habe ich mir auch gedacht tatsächlich. Ich habe mir gedacht, ja, Max wird wahrscheinlich eher gefährlich, deswegen müssen wir dem schnell reinbauen, weil Brian macht immer nur so seine Standardaufbaute und dann war's das. Ich hatte eigentlich keinen Bock auf Tryharden, aber dann irgendwie doch. Ja, das ist nice. Gut, deine ja, Team aber wenn man das bei Siedler macht, dann dauert es halt immer 800 Jahre. Oh nein, meine Pioniere. Wieso wäre ich angegriffen? Kann gar nicht sein, ich bin alleinstehend. Lass doch das scheiß Schiff weg, Mann. Was willst du denn noch erreichen damit? Ja, ich will einen kleinen Turm haben oder so. Nee, guck mal, meine Units stehen direkt daneben. So, okay, na hier. Ah, gut. Da ist tatsächlich auch keiner drinne. Na, den einen hast du. Den nehme ich aber mal wieder zurück. Ja, ich wollte nur mal sehen, was da alles steht. Achso, konntest du? Ah, ich habe 2 Burgen gesehen. Ja, 2. So, was mit Max eigentlich? Ich habe gar nicht mehr geguckt, ich habe einfach nur irgendwo meine Dudes hingeschickt. Ach, da ist gerade sein Mana-Schrein, okay. So Markus, dann mach ich jetzt hier mal fertig, schick die anderen Bataillone auf mich drauf, das sollte reichen. Die anderen Bataillone, die meisten sind gerade bei Max dazu. Ja, oder so noch 2 in der Base, oder nicht? Ja, aber wenn ich jetzt damit losgehe, dann kannst du ja beide Base angreifen. Ja, als ob ich die schaffe. Ich kann dir mal sagen, ich habe gerade 179 Soldaten insgesamt. Ich habe 50. Aber den greifst du mich aber locker an. Einfach nur, damit du meine Death kriegst, damit du mir nicht die genug tust. Als ob ich deine Death tot krieg. Ich hab nicht mal mehr Axtkämpfer. Das Ding ist, selbst wenn du die tot kriegst, stehen bei mir halt auch noch
der Dev, die er voll besetzt hat, jetzt mit seinen Dudes. Ja, siehste. Also komm, Markus, keine Zeit verlieren jetzt. Das für ein Bataillon eigentlich, das ist 8. Jo. Ja, dann schick ich 7 und 9 auf dich drauf. Das ist nett. Die werden angegriffen. Bei Max. Ach, das sind deine Kasernen. Wo ist denn jetzt dein Turm? Jetzt mal legit, Max. Erstmal mal hier stillgelegt, ich Idiot. Du, Turm. Ach so, den sehe ich sogar tatsächlich. Ich sehe deinen Turm ganz links. Da ist doch ein Aussichtspunkt, der den erblickt. Scheiße, er hat meinen Turm gefunden. Ja, ich ignoriere das inzwischen schon, muss ich ehrlich sagen. Da wollen wir wieder ein paar Magier mit an die Front schicken. Das sind die Bogenschützen, dann habe ich aber noch Zeit. Das sind momentan nur Bogenschützen, ja. Hat er noch Zeit für ein Bataillon? Nee, er will noch irgendwo noch einen Turm bauen. Und ich kann halt nicht ahnen, wo. Angegriffen. Kann stimmen. Ich hab nochmal angegriffen. Kann auch stimmen. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Ah, das sind ganz schön viele Brunnen, die du da hast, Max. Hat er doch Ziergebäude gebaut, sagst du. Auch Wasser. Nee, also diese... Ach, Wasserwerke. Ich weiß nicht, ob das Ziergebäude sind, aber... Nee, Wasserwerke sind es nicht. Aber sind die da... Ich dachte, obwohl, es könnte Ziergebäude sein. So, den habe ich. Und du bist immer noch nicht tot. Tja, Markus, musst du deine Schwertkämpfer wohl aufsplitten. Die Suche nach dem Turm. Vor allem bei so viel Land, ja. Ja, eben. Jetzt sie wenigstens nur an der Ich habe wirklich alle nur Türme an der Front, mehr habe ich nicht. Hat der noch Fische? Der hat keine Fische mehr. Ich glaube, da muss man einen Zauberer hin. Was ist die Fische? Da habe ich schon wieder nicht dran gedacht. Egal. Wo kann er sein, Max? Nein, das ist kein Land mehr. So, Zauberer, Zauberer mal. Mach Fische in den See wieder. Perfekt. Jawohl, da geht er wieder angeln. Hast du ihn gerade abgerissen? Ist das dein Ernst? Ja. Wo ist der nächste, Junge? Was brennt denn da rechts am Rand? Ah, das ist ein Schmetterling oder so ein Pups. Was brennt denn da? Das sieht aus wie so ein gelb-blauer Leuchtfeuerturm. Markus, deine Bataillone stehen still. Sorry, ich suche immer noch bei Max mehr als bei allem anderen. Sie werden angegriffen. Wo denn? Ach, da ist ein Axt-Dude, der mich gerade. Der gerade meinen Bogenschützen verprügelt. Noch ein paar mehr Steinminen bauen. Falsche Richtung. Nach rechts steht deine Depp. Nee, ja. Da wurde vorhin fast reingerannt bist. Dass wenigstens deine einzelnen Dings, sodass ich da einfach nur reinrennen muss. Ich habe nur eine große Div. Warte, was habe ich gerade benutzt? Also, nicht, die ist nicht mal groß, das ist das Problem.
Ah, was steht denn da schon wieder? Mach dich doch ab mit deinen Landesleuten. Da stehen noch mehr Leute dort. Ich habe extra das halbe Bataillon und die, die nachkommen, da stehen gelassen. Unnormal kalt, Alter. Ah, ich glaube, unnormal gewitterig gleich, wenn ich ankomme. Ach Leute, was ist da los, ey? Er ist eh tot. Ah, ich bin down, Markus. Kümmere dich um den nächsten. Der baut sich noch ein Bataillon, Digga. Eben, das ist es ja. Ich merke schon, wie er weiter produziert, trotzdem. Das ist es halt. Und ich weiß halt nicht, wo. Ist das? Oh, danke, nett von dir. Aber noch nicht ganz in meinem Gebiet, aber nett. Nett gemeint. Sollte ja auch nicht in deinem Gebiet sein. So. Wäre ich dumm. Wer weiß das schon. Cause maybe. Wenn du von mir Axtkämpfer bekehrst, werden das eigentlich Sanitäter? Weiß es nicht genau. Hast du Sanitäter? Weil du hast ja von mir Axtkämpfer bekämpft. Ah, die sind tot, glaube ich. Wenn dann. Ich habe keine Sanitäter, soweit ich sehe. Guck mal den anderen Bataillonen nach, aber eigentlich... Nee, das kannst du gucken, wenn du auf deine Leute guckst, dann siehst du unten, wie viel Schwerter, Bögen, Hauptmänner und Sanis du hast. Ah, ich habe null Sanis. Ich laufe einfach mal rein, jetzt die werden angegriffen. Ach, Max hat wieder Dudes an seinem Bums. Falsche Richtung. Was? Ist doch nach oben. Ja, rechts. Warte, 9 und 7 sind's. Ja, dahin. Ich muss ungefähr gucken, wo. Sie werden angegriffen. Ja, wenigstens das ist bei Brian, das ist ganz okay. Na, diesmal habe ich gar nicht so viel Nahkämpfer, da könntest du wirklich Glück haben und dir ist sie das wegschnitzeln. Ja, das könntest du sogar schaffen. Aber mal gucken. Gucken, wie viel du kriegst. Oh, Fatal Error. Okay. Unbefriedigend. Dann lassen wir's. Ich wollte noch. Ah, meine Map war so geil. Und da beenden wir tatsächlich gerne auch den Stream. Ja, ich auch, muss ich ehrlich